Hallo, liebe Bewohner. Es ist Donnerstag, der 28. Mai 2020 hier auf Hänling. Hier nun das Neueste. Heute haben wir Besuch auf dem Campingplatz. Ich hoffe, dass unser Gast selbst sehen kann, was Hänling so zu bieten hat. So, damit wären wir für heute am Ende. Wunderschönen Tag. Wir haben heute richtig viel zu tun. Es war ja schon wieder eine Zeit, also es ist ja schon wieder eine Zeit lang her, seitdem wir das letzte Mal gespielt haben. Und wie soll ich sagen, wir haben recht, also ich habe recht viel offscreen gemacht, vor allem Terraform-mäßig und habe ein paar Häuser umgestellt. Ja, ne? Wir haben zudem, also ich habe offscreen den Geburtstag von Crocky gefeiert, der hat uns was geschenkt. Ich wollte mich nochmal bedanken, dass du bei meinem Ehrentag mitgemischt hast. Hier hast du auch ein Geschenk, bequem per Post, damit ich dich nie extra besuchen muss. Boah, Crocky. Flora hat uns auch was geschickt. Gestern habe ich überlegt, wie ich schneller Popstar werde, aber mir ist nichts eingefallen. Klar, tanzen, üben, singen, lernen. Voll lahm, davon werde ich jetzt auch nicht berühmt. Und Hamid, weißt du was? Neulich habe ich einen Triathlon gewonnen, aber beim Steigen auf Siegerpodest bin ich hingefallen. Peinlich, dann bin ich aufgewacht. Und war ganz schön erleichtert. Kokong hat uns auch noch was geschrieben. Ich schreibe nicht so viel drauf, damit du noch sehen kannst, wie hübsch das Motiv ist. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Wundern. Und die ADSH mit 81.000 Punkten. Habe ich noch Platz im Inventar? Natürlich nicht. Ich habe zudem Rüben nicht gekauft, ausnahmsweise, und habe eine Rübe verrotten lassen. Vielleicht kommen da früher oder später Ameisen. Wenn ihr Fliegen haben wollt, braucht ihr tatsächlich Müll. Zum Beispiel eine Dose oder so. Oh, wir haben keinen Inventarplatz. Wir müssen jetzt erstmal Zeug verkaufen. Was willst du? Na, setzt du fleißig Emotionen ein? Ich habe hier nämlich eine neue für dich. Hier, so kannst du jedem deine Enttäuschung zeigen. Zum Beispiel dir. Ich bin enttäuscht von dir, Jule. Aber danke, dass du es mir beibringst. So, verkaufen wir erstmal diesen random Stuff und dann gehen wir auf den Campingplatz. Der Campingplatz sieht so gut aus. Mittlerweile. Ich finde, je mehr Unkraut dort ist, desto besser. Oh mein Gott! Pianoflügel, den muss ich auf jeden Fall kaufen. So, dann machen wir das am besten so, dass wir hier einfach alles verkaufen. Auch die ganzen Bäume. Und den Superheldenhelm habe ich zwar noch nicht einmal angehabt. Und das Weichholz, da haben wir auch zu viel. Und die Hasenkapuze, keine Ahnung, ich stelle mir das kacke vor. So. 36.000 Sterne, super. Aber reicht wahrscheinlich nicht für den Flügel, der kostet wahrscheinlich so 100.000, oder? 260.000, was zur Hölle? Aber wir brauchen den einfach. Ah! Ja gut, wir holen den nachher. Also wir holen den jetzt noch im Part. Und die Parts sind jetzt alle 20 Minuten lang. Dann habt ihr auch Zeit, alles anzugucken am Tag. Und es ist auch angenehmer für mich zum Aufnehmen. Ich glaube, es entlastet uns alle ein bisschen. So, gehen wir zum Campingplatz und gucken mal, was hier abgeht. Was geht, was geht, was geht. Also hier pflücke ich auch ab und zu ein bisschen Unkraut. Weil es ab und zu echt ein bisschen zu viel ist. Wie hier jetzt zum Beispiel. Da müssen wir noch ein paar Blumen irgendwo platzieren. So. Das ist so meine tägliche Unkrautroute. Aber sieht so gut aus. Im Gegensatz zum Rest. Also, der Teil hier ist auf jeden Fall fertig. Komplett. Oh, wer bist du? Du hast einen Blitz auf deiner Stirn. Rudolf! Nee, ich hab gedacht, du bist ein Mädchen. Den Scheiß mach ich nicht nochmal mit. So. Sicher will er Sascha rauskicken oder so. Niemals. So, das sieht auch super aus, finde ich. Können wir vielleicht nochmal drüber ein paar Details machen. Und hier habe ich mal angefangen mit Terraform. Oh Gott, jetzt zieht es wieder da. Und ich wollte euch mal fragen, ob ihr Ideen habt, ob das so okay ist, weil ich selber finde, das hier oben ein bisschen zu linear.
Aber ich weiß nicht. Schreibt's mal in die Kommentare, wie ihr das findet, die Idee. Dass auf der anderen Seite halt auch der gleiche Weg ist und die gleichen Nebenwege. Damit wir überall praktisch Häuser platzieren können und hier so unser Wohngebiet haben. Also das war jetzt so mein Plan. Ob ich den so umsetze, weiß ich noch nicht. Schreibt's mal bitte in die Kommentare, wie ihr die Idee findet. Dann haben wir ja halt die Häuser alle auf einem Fleck. Ist eigentlich schon praktisch, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob es von der Gestaltung her so okay ist. So. Was wollte ich jetzt hier? Einfach nur kurz reingucken, oder? Was ist das? Ein Feenkleid. Wenn du ja Tinkerbell spielen will. Das Design oben rechts im Eck habe ich übrigens nicht gemacht. Das ist auch meine Freundin. So. Was gibt es denn sonst noch zu tun? Wir haben noch recht viel zu tun, ohne Witz. Wir müssen den Pianoflügel kaufen, wir müssen was anderes machen, wir müssen Fossilien ausgraben, wir müssen... Oh Gott! Es ist so viel! Wir müssen mit Sascha reden. Was wir auch hiermit machen. Oh, du bist Rumpf. Ein Vorteil haben meine Kontrollgänge. Ich kenne die Insel jetzt wie meine Westerntasche. Habe ich was ich dir schenken könnte? Nee. Oh, jetzt reden sie miteinander. Das finde ich immer lustig. Ist was, Rumpf? Ah, nee, die haben sich nur begrüßt. Bist du auf Fossilienjagd? Oder wie sieht's eigentlich aus? Ja, Sascha. So. Und wir haben bald Maiende. Das heißt, wir müssen jetzt auch anfangen... Die Goldforelle und die Pferdemakrele. Die Goldmakrele und die Pferdemakrele zu jagen. Weil. Also die verschwinden zwar nicht, aber nächsten Monat kommen wieder mehr Fische und dann wird es praktisch unwahrscheinlicher, die zu fangen. Und das sind eigentlich die einzigen zwei Fische, die wir gar nicht haben. Also komplett nicht. So. Dann hole ich jetzt mal Geld für den Flügel. Das wäre doch was. Und dann können wir mal gucken. Wir müssen noch kurz gucken, was im Müllsammelteil ist. In der Spendebox oder was auch immer das ist. Nein, nicht... Ja, ja, vielleicht gibt es ja was Gescheites. Sieht aber aktuell nicht... Kaffeeblues nehme ich mit. So. Die Muttertagstasse gibt es auch nur noch bis 31. Also wer die noch haben möchte, einfach noch holen im Nook-Portal. Ist ein begrenztes Ding. So. Auszahlung. Nein. Ja doch, lassen wir uns... Nein, warte, warte. Wir zahlen jetzt erstmal alles ein. Dein Ernst? So. Und dann zahlen wir uns 260.000 aus. Die sind nur für den Flügel. Der Flügel kostet fast so viel wie mein ganzes Haus. What the fuck? Okay. Dann haben wir das mal geklärt. Ein Weißboden nehme ich gern mit. Und dann können wir mal gucken. So, vielleicht machen wir heute auch mit dem Wohngebiet weiter. Da hätte ich irgendwie schon Lust drauf. Es sieht zwar auf der Karte richtig linear aus mit dem Ding, aber es kommt schon gut. Da haben wir so ein kleines, Venedig. Weil wir haben echt viel, Flüsse. Wir haben 3, 4 Flüsse oder so. So. 260.000, ihr kleinen... Verpisst euch, ihr Halsabschneider. Ohne Witz. Ich will euch nicht mehr sehen. So, wichtig ist einfach, dass ich es unten schon mal verbunden habe. Da können wir jetzt aber gleich weitermachen. Was auch geil wäre, wenn jetzt Jule oder so mal ausziehen würde.
Das wäre richtig schnieke. Gut, dann kommt der weg. Für den finden wir schon noch einen Platz. Wahrscheinlich beim Italiener oben. Aber, der kommt hin. Da finde ich den roten fast stylischer als den normalen Piano-Hocker. So, dann hier Richtung Sonnenuntergang. Hier können wir noch irgendwie so ein Wegdesign machen, dass man hier so einen roten Teppich hat. Das wäre vielleicht auch cool. Und dann mal gucken. Gut, ums Haus kümmern wir uns wann anders. Was war denn das jetzt? Ah, das war der Marienkäfer. Hier sind übelst viele Marienkäfer. Was ist denn los hier? Habt ihr gerade die Ding, Blütenmantis gesehen? Das waren 2500 Sternis, also nicht allzu viel, aber trotzdem ordentlich, was uns da gerade flöten ging. So. Jetzt haben wir die nächste Mission. Angeln wir heute? Ich glaube, wir angeln heute mal wieder. Wir haben schon lange nicht mehr geangelt. Und brauchen auf jeden Fall Köder. Wir können auch weitermachen mit dem Inseldesign. Ich glaube, das geht jetzt einfach mal vor. Ich muss jetzt einfach mal konsequent das Inseldesign durchsetzen. Ich finde den Fluss hier, den ich hier gelegt habe, gar nicht so schlecht. Hier unten vielleicht ein bisschen zu breit. Aber ansonsten gefällt mir der richtig gut. So. Dann kommt hier auf jeden Fall noch eine Brücke hin. Also so laut meinem Plan. Ein bisschen versetzt zu dem hier. Weil das ist ja ein anderer Abteil. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal hier in den Inseldesigner und dann bauen wir hier noch ein bisschen. Wenn ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, schreibt sie in die Kommentare. Ich bin da offen für alles. Ne? Dann machen wir hier auf jeden Fall wieder unsere Standard-Brückenübergänge oder auch nicht. Ja, aber jetzt wart mal. Ah, das ist ja kacke. Ich muss mal gucken, wie das hier aussieht. Ja, sieht schon ein bisschen abgeranzter aus. Aber wir können ja. Nein, das können wir nicht machen. Das hier. Genau. Dann haben wir ein bisschen mehr Platz oben. Und können dementsprechend dort auch noch angeln, falls wir irgendwie einen Wasserfallfisch haben oder so. Ansonsten wäre es mal vielleicht interessant, den Wasserfall an sich vielleicht in eine Schlucht reinzusetzen oder so. Das wäre vielleicht auch cool. So, dann gehen wir hier weiter auf jeden Fall. Nee, das macht keinen Sinn, wenn wir hier rüber gehen. Ich merke es gerade, es macht keinen Sinn. Weil dann haben wir auch keinen Platz für ein Grundstück. Wir müssen weiter unten rüber. Und es weiter unten wird wahrscheinlich hier sein müssen. Traurig, aber wahr. Wir müssen den Ding nochmal umdesignen. Nein, kein Plateau. Mann, ich habe die falsche Schaufel. Schon wieder. So, dann können wir das jetzt noch komplett wegmachen. Übrigens, im nächsten Part gibt es dann wieder eine Verlosung von Noob-Meilen-Tickets. Einfach nicht vergessen einzuschalten. Und ich würde mich auch über ein Abo freuen. So, by the way. Und nutzt mich einfach nicht wegen den Noob-Meilen-Tickets aus. Also abonniert mich nicht und deabonniert mich danach wieder. Also abonniert mich wirklich nur, wenn ihr wirklich Bock habt.
meinen Content zu verfolgen. Ich weiß nicht, es gab ein paar, die haben mich einfach abonniert wegen dem Gewinnspiel und sind dann wieder weggegangen. Auf Dauer schadet es halt einem kleinen Kanal wie meinem. Weil mich vor allem dann der Algorithmus fickt. Also auch wirklich nur abonnieren, wenn ihr hundertprozentig sicher seid, so yo, der Typ ist cool. Ihr habt ja auch Einfluss auf meinen Content. Ist ja nicht so, als ob ihr keinen Einfluss hättet. Was ist das? So. Nein. Jetzt. So passt es. Okay. War ein bisschen Krampf. Und ich bin noch nicht hundertprozentig zufrieden. Ich glaube, den hier setzen wir auch noch eins zurück. Oh, das Flussdesign muss immer perfekt sein, meiner Meinung nach. Weil wenn der Fluss scheiße aussieht, dann sieht alles scheiße aus. Okay, dann können wir hier nochmal ein Ding machen. Also hier hatten wir eins frei, wenn mich nicht alles täuscht. Also eigentlich genau gleich wie hier. Oh Gott. So. Genau, dann haben wir hier schon mal einen Umriss und können jetzt rechts von hier auch gleich das nächste Haus hinsetzen. Wahrscheinlich kommt hier Sascha hin. Also wäre mein Plan. Dass wir hier Sascha hinmachen. Dann hat er auch schon seinen Platz. Dann können wir noch so einen Strandzugang machen. Dann ist da hinten so ein öffentlicher Strand oder so. Keine Ahnung. Es gibt ja auch einen YouTuber, der hat aus seinem Animal Crossing einen Zoo gemacht. Und jeder Bewohner ist praktisch so ein Zootier. Finde ich auch recht sympathisch. Ich muss mal gucken, ob ich den irgendwie besuchen kann. Ich kontaktiere ihn auf jeden Fall mal. Wäre extrem cool. Gut. Wie weit bin ich denn bei Dörte rüber? Ich glaube 7, 8, sowas. Der Stein muss auf jeden Fall weg. Ah, gut, dass wir jetzt immerhin den Ding, den Umriss mal haben. Ich finde die Viererwege mittlerweile ein bisschen zu dick. Ja, dann ist das hier auf jeden Fall Saschas Grundstück bis hierhin. Da hat er doch recht viel. Es gibt Leute, die weniger haben werden. Gut, dann holen wir uns hier noch das Fossil und versuchen, das Zeug zu spenden. Vielleicht schaffen wir ja heute die Fossilabteilung voll zu bekommen. Dann erklärt er uns wahrscheinlich noch was zum Museumstag. Der ist noch bis zum 31. Ich habe ihn jetzt nur einmal gemacht, weil man immer das Gleiche bekommt. Finde ich nicht so toll. Um ehrlich zu sein. Ich fand es am Anfang cool, also wenn man es einmal gemacht hat, so, yo, ist cool. Aber ja, wir machen es am 31. auf jeden Fall nochmal. Und dann gucken wir einfach mal. So, was gibt's? Ich bitte um Pardon. Stempeljagd ist immer noch. Willst du die Preise? Du willst sie. Nimm sie. Analysier mal meine Fossilien, Eugen.
Videos sind mal wieder tolle Sachen, aber wir haben schon alles. Ja, schon okay. Na dann. Okay, ich würde sagen, das war alles für heute. Wir sind schon recht weit gekommen. Also wenn wir jeden Tag so weit kommen, dann sind wir in Part 100 fertig mit unserem Dorf. Und in Part 200 fertig mit unserem Haus. Und in Part 800 fertig mit unserem Leben. Naja. Wir sehen uns dann im nächsten Part. Jetzt noch kurz die Nugmeilen einsammeln. Eben, ich würde mich über ein Abo freuen, über ein Like. Wenn die Glocke aktiv ist, würde ich mich auch sehr freuen. Und im nächsten Part gibt es auch wieder ein Gewinnspiel. Also einfach dranbleiben, dann gibt es immer ab und zu ein paar Gewinnspiele. Tschüss und bis bald.